Dreambits. Dein Auto. Deine Show. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreambuilds, dein Auto, deine Show. Heute hier aus Remscheid-Melzner Karosseriebau. Mein Name ist Lukas und ich darf euch durch die heutige Episode führen. Und heute haben wir eine sehr, sehr geile Episode. Ihr seht schon, das ist eigentlich ein M4, aber die Breite hat sich ein bisschen verändert. Alles Mögliche hat sich ein bisschen verändert. Was sich da aber genau dran verändert hat, im Motor, innen drin und bei allem anderen eigentlich auch, erzählt euch der Helmut nach dem Carporn. Viel Spaß! Hallo Helmut, schön, dass du hier bist mit diesem geilen Auto. Geil, ich freue mich erstmal für eure Einladung. Vielen herzlichen Dank. Nicht zu danken. Ich bin mit meinem Erwachsenenspielzeug hier. Nach all den Jahren in der Tuning-Szene, bin über 20 Jahre da drin, habe ich mir ein kleines Spielzeug zugelegt, ein M4. Ein M4. Er entspricht aber bei weitem nicht mehr dem Serienzustand. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Da hat sich einiges dran verändert und einiges getan. Etliches, genau. Wie sieht's aus? Dieses Auto, so wie es hier steht, wahrscheinlich nicht dein Daily, oder? Was? Nicht dein Daily-Fahrzeug, dass du es täglich fährst, oder? Nein, ich fahre mit ihm oft, damit er in Bewegung ist, mehr auf Treffen, Show-Events. Heute bin ich bei euch. Danke dafür überhaupt, dass du auch kommst. Ich fahre auch mit ihm just for fun, bei schönem Wetter. Dafür habe ich das Auto. Ja, das, also, ich habe noch ein Altersauto. Was hast du da auch, was sportlich ist? Oder? Kleinen Mini. Das ist auch ein kleines Höppelchen. Da komme ich auch mit aus den Füßen. Auch ein bisschen getunt mit Flügeltüren. Oh. Aber wir sind ja jetzt mit meinem M4 hier zur Sache. Genau. Also, wahnsinnig geil. Aber erzähl uns erstmal grundsätzlich was zum Auto. Wie lange hast du schon? Was ist das für ein Baujahr? Wann hast du mit dem Tuning begonnen bei dem Auto? Also das Auto habe ich fabrikneue Serie 2015, baujahrmäßig auch, erstanden bei BMW. Okay. Original bestellt. Natürlich schon mit gewissen Extras, wie Keramik, Bremse und so weiter. Aber sonst, alles andere ist nachträglich umgebaut worden. Und das Besondere bei deinem Fahrzeug ist, und das sieht man hier in der Perspektive noch nicht ganz, aber wir haben ja zum Glück zwei andere Kameras noch laufen, dieses Fahrzeug ist deutlich breiter. Es hat einen... Erheblich, ja, definitiv. Das ist ein Liberty Walk Kit, was du hier verbaut. Richtig, man kennt ja normal Liberty Walk mit diesen kleinen Verschraubungen. Genau. Die hatte der auch. Genau dasselbe war hier. Okay. Mittlerweile, fachgerecht, muss ich meinen Tuner loben, Firma JMK Design, mit seinem Sohn, Karosseriebau und Lackierer. Die haben das mit defensiver Handarbeit in Perfektion, wie man sieht, hingekriegt. Auch vorher mein Liberty mit den Verschraubungen. Wie gesagt, jetzt schön laminiert worden. Ich finde, das passt diesem Auto auch viel, viel besser. Also Liberty Walk an sich sieht natürlich stark aus und krass aus, brachial mit den Schrauben. Aber ich glaube, wenn man den sieht, auf den ersten Blick würde man nicht vermuten. Dann steht man davor und denkt so, okay, das ist ja deutlich breiter, weil man sieht das einfach. Ich glaube, das kann auch die Kamera mal von vorne zeigen hier. Ihr seht, Leute, wie krass das breit wird. Also ein normales Auto fällt ja relativ ab, aber hier ist noch eine Abstufung. Und hier am seitlichen sieht man einfach, wie schön sich das Auto verbreitert hat. Wahnsinn, also mega geile Arbeit. Das Problem war,
Man sieht jetzt in der Perspektive, ja, es schließt genau bündig ab. Ja, richtig. Das ist nachgearbeitet worden mit dem Original Liberty, mit den Schrauben. War der Reifen etwas mehr nach innen. Ah, okay. Und das musste, sonst hätte ich das auch nicht eingetragen, so richtig bekommen, mit devisierter Handarbeit durch meinen Tuner so gemacht worden. Okay, stark. Also das Lob muss ich nochmal aussprechen. Also ja, also JMK definitiv. JMK-Design, ja. Definitiv, also hochwertig, also ist es auf jeden Fall gelöst, passt zu dem Auto. Ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne, weil da kommen schon die ersten Änderungen auf uns zu. Darf ich noch was sagen zu dem Ganzen? Ja, sehr gerne. Das Auto war Serie in Shakir Orange. Okay. Da war schon 10 Kollegen von mir hier, der Thomas. Also der Thomas, den er gerade erwähnt hat, den könnt ihr in Staffel 3 sehen mit seinem Shakir M3. Richtig, richtig geiles Highlight. Da dürft ihr euch auf etwas freuen. Aber du sagtest gerade, ihr kennt euch auch, der Thomas und du. Der hat mich damals, der ist im Prinzip schuld, als ich vor Jahren, über 20 Jahren in die Tuning-Szene gekommen bin. Ach so, okay. Mit meinem damaligen E36 Cabrio. Mhm. Das ist eine Geschichte für sich. Das ist eine Geschichte für sich. Ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne. Der war ja Shakir Orange, danach ist er mal foliert worden. Ja. In Mattrot. Okay. Und jetzt lackiert. Lackiert. Nach der Laminierung. Wie heißt der Ton? Wie heißt der Farbton? Das ist vom GTS. Okay. Ein Blau. Dieses Blau, ja. Wow. Okay. Ja, wir werden noch mehr Applikationen entdecken vom GTS. Das nennt sich fachlich das Blau, San Marino Blau. San Marino Blau, ja. Okay. Vom da GTS. Ist auch so ein Glitzereffekt drin. Ja. Und mein Lackierer. Ja, das kann man hier so schön sehen, wenn die Kamera ganz nah dran geht. Leicht glitzert es im Licht. Natürlich. Im Sonne noch besser, hat in noch ein bisschen Sonne. Mehr Glitzer mit genau. Reingenommen. Richtig. Also definitiv schön. Ich würde sagen, komm mal nach vorne. Ich komme. Wir haben einige Änderungen ja schon hier. Also auffallend natürlich schön die Frontlippe. Das ist wahrscheinlich nicht Serie. Das ist auch... Ja, das ist auch von Liberty noch. Ist aber gekürzt worden. Sonst okay. Wäre keine Eintragung hätte stattgefunden. Ist weil normal ein bisschen tiefer. Weil die darf nicht über die Fahrzeugvorderkante. Die wäre normal so ungefähr bis hier gegangen. Ja. Ja, und die darf nicht über die Fahrzeugvorderkante. Nein, ran. Richtig. Ah ja, genau. Das wird aber noch, auch noch verfeinert mit Carbon. Oh, schön. Habe ich ja hier auch. Genau, der böse Blick, man erkennt ihn auch an den Scheinwerfern sehr gut. Schön abgerundet mit Carbon. Wahnsinn, auch ein cooles Detail definitiv. Und selbst das Logo BMW schön im Carbon. Alle Logos, wenn man später sieht, hinten, Lenkrad und. Alle Logos sind in Carbon gemacht worden, echt Carbon. Schön, schön. Also alle verarbeiteten Sachen am Auto... Keine Replikas oder Nachbauten, alles Originalteile. Stark. Und wie gesagt, fachgerecht verbaut worden. Ja, mega, freut mich auf jeden Fall. Viele Leute fragen mich immer, Mensch, wie kriegst du das hin, wie ist das, wer hat das gemacht, so und so. Also, ja, defensive Handarbeit. Ja, Handarbeit. Schon eine kleine Kunst. Ja, definitiv. Jetzt natürlich auch, dieser Carbon-Look zieht sich so weit, dass selbst das Kennzeichen in Carbon ist. Das ist ja unglaublich. Also hier Detailgrad auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Jetzt weiß ich, dass sich unter der Motorhaube einiges verändert hat. Aber kurz zur Motorhaube. Das, habe ich mir sagen lassen, ist eine Carbon-Motorhaube. Das ist die vom GTS, jawohl. Auch verfeinert mit diesen Rennsport-Haubenanlässe. Ich mache sie mal auf, ja. Weil da können wir gleich unter der Haube schauen. Ja, sehr schön. Aufmachen. Sieht auch einfach, ich sag mal, ein bisschen sportlicher aus, erinnert halt an so ein typisches bisschen Rennsport-Effekt. GT3-Fahrzeug und das passt natürlich zu diesem brachialen, breiten Bild von vorne. Brachial. Ja, brachial. Ja. Also, wie würdest du es beschreiben? Doch, hast du recht. Vor allen Dingen hinter die Schmalspuren, ne? 325er-Schluffen. Ja, da kommen wir das gleich ist, noch drauf. Kommen wir nachher noch drauf. Hinten... Ist ja einiges noch passiert auch. Oh, ist eine Geschichte für sich. Ist eine Geschichte für sich. Ich würde sagen, mach mal die Motorhaube einfach mal jawohl. Auf und lass uns einen Blick drunter werfen. Also ihr seht, der Helmut hat super, super viel Zeit hier in sein Fahrzeug rein investiert. Und jetzt seid gespannt, dieser Motorraum ist nämlich genauso detailgetreu umgebaut. So, da muss ich was zu sagen. Dann schieß los. Ich habe hier ein Auto, was nahe an der 100.000-Euro-Grenze liegt, neu gekauft, BMW. Mhm. So, Thomas hat ja auch einen, so, wir wissen ja, was die Autos neu kosten. Ja. Und dann sind diese Teile alle matt. Mhm.
So, bei so einem Auto hat BMW wieder gespart. Und das ist hier defensiv alles, man sieht, nachlackiert worden. Lackiert. Schöne Chromschrauben nachträglich gemacht worden. Diese Hauben, guck mal da drunter, Carbon. Oha. Mehrfach Klarlackschicht. Damit das so, fühl mal, wie schwer. Das ist gar kein Gewicht. Das ist voll Carbon. Ja, Wahnsinn. Also man merkt das richtig. Ein Highlight in Blau Carbon. Die Ansaugung, richtig? Direkt Ansaugung. Ja. Ja. Also man sieht, wie das Blau hier durchschimmert. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen, weil das ist unglaublich. Ihr seht wirklich, auch hier wurde nachgearbeitet. Das ist ein, ich sag mal, ein Motorraum, wenn man den aufmacht. Klar, ein BMW M4 Motor ist schon impressiv an sich, ja. Aber das noch zusätzlich, einfach der Hammer. Was ich bei dem Auto auch geil finde, alle BMW-Enthusiasten, der hat diese Carbon-Domstrebe. Mhm. Jetzt ist ja der neue M4 am Markt. Ja. Da fehlt sowas. Das Auto kostet über 100.000 Euro Neukauf. Mhm. Und da ist einfach nur so eine Metallstrebe. Und das ist hier schon fein verfeinert von BMW. Muss man mal auch belobigen. Allein dieser geschwungene Form. Also man kennt ja Domstreben sonst nur gerade über den Motor ragend. Diese geschwungene Form, ich kenne das so von keinem anderen Modell. Also es kommt noch was in Bearbeitung ist. Leider ist es zum heutigen Termin nicht fertig geworden. Diesen CFS. Ja. Rennsport Luftkühler. Ja. Der kommt da noch rein. Wow. Der ist in Bearbeitung. Also Auto ist noch nicht fertig. Okay. Aber man sieht hier diese Carbonabteile, so Kleinigkeiten. Selbst der Tankdeckel ist in Carbon. Wahnsinn. Also Helmut, nicht schlecht. Ist das denn jetzt noch die Serienleistung? Nee. Nee. Wie viel hat er denn? Schwer zu sagen. Man muss mal auf den Prüfstand. Durch Aventuri und alles. Kann um die 500 PS liegen, sag ich jetzt mal. 500, ob es stimmt, ich vermute es. 500 PS, die aber dass sie reinkommt aus den Füßen. Ne? Ja, das macht Spaß. Also man sieht auch, dass dir das Auto Spaß macht, weil du erzählst das mit einer unglaublichen Leidenschaft gerade. Mega, mega geil. Leute, darf ich das mal erwähnen? Ich bin als Kind geboren worden und werde auch als Kind die Erde verlassen. Ich bin ein erwachsenes Kind, trotz meines Alters. Alter müssen wir ja nicht erwähnen. Im Kopf wahrscheinlich so 25, oder? Vielen Dank. Ihr werdet mir immer sympathisch. Super. Ich würde sagen, machen wir die Haube, diese Carbonhaube mal wieder zu. Jetzt kommt es. Ich muss die ein bisschen mit Effet, sonst geht die nicht zu, weil die so leicht ist. Unglaublich. Wir machen mal vorsichtig wieder hier zu. Perfekt, perfekt. Du kennst dich aus. So ein bisschen kenne ich mich aus, das stimmt. Ich würde sagen, das nächste Highlight wartet schon auf uns. Du darfst gerne mal rumgehen. Die Felge ist ja ein absoluter Wahnsinn. Das ist eine Competec-Felge. Ja, stell dich ruhig gerne daneben, dann kann die Kamera dich einfangen. Die Felge, eine Competec, Schweizer Firma. Ja. Ist jetzt 3D-Chrom mit Champagner-goldenem Stern gemacht worden. Mhm. Und dreiteilig oder mehrteilig? Dreiteilig. Okay. Und die war vorher mal schwarz lackiert und der Stern in rot, wie das Auto noch rot war. Auch wieder überarbeitet worden. Okay. Wenn man direkt mal hier sind, sieht man die Keramik-Rennsportbremse. Ja, und da auch mal ein kleiner Hinweis. Das 325er Schluffen drauf. Vorne und hinten oder nur hinten? Nur vorne. Vorne Schmalspur, 225er. 225er vorne, okay. Genau, 225er vorne. Und Leute, ich habe das schon ganz oft gehört. Keramikbremse, oh, meine Bremse ist kaputt. Nein, das ist bei einer Keramikbremse ganz normal, dass die erstens quietscht. Und zweitens, dass die auch ein bisschen anders aussieht als eine normale Bremse. Ich muss sagen, die Bremse ist ja normal im Rennsport. Ja, genau, richtig. Aber ich musste die als Neukauf musste ich sie haben. Ja. Gehört zu dem Auto. Die gehört. Ich finde, das macht ja auch den Look aus. Die also hat zwei Nachteile. Was heißt, für mich nicht. Ja. Ich habe es noch nicht definitiv so extrem gemerkt. Die muss warm werden bei der Bremse. Sonst das ist bei Keramikbremsen ja ganz normal. Packt die nicht richtig, aber die packt. Die packt, wenn die warm ist, wenn packt die wahrscheinlich. Ist, wenn die nass ist, packt sie auch ein bisschen nicht so direkt. Ja. Aber ist unwesentlich. Ja. Also ich sag mal, im Rennsport sprechen wir da von extrem wichtigen Unterschieden in der Zeit.
für einen Autonormalverbraucher und wir sind ein Projekt, was sich gegen Rasen auf öffentlicher Straßenverkehr ausspricht, braucht man das sowieso nicht. Aber ich Leute. Ich bin Kölner, ein Kölscher Jack. Ich weiß, ob er Kölsch versteht. Ja, ein bisschen. Also muss ich Hochdeutsch reden. Wäre besser, weil ich bin nicht ganz so erfahren beim Kölsch. So. In Köln ist ja, nicht nur in Köln, in sämtlichen Großstädten in Köln, in Deutschland, basiert ja diese Street-Racerei. Ja, genau. In meinen Augen, ich sage das öffentlich jetzt, sind das Mörder. Die fahren Menschenleben, nehmen die auf in Kauf, fahren Menschen tot. Man sieht es ja öfter schon in der Presse, was war, muss nicht sein. Ja. Die machen unsere Szene aber kaputt. Obwohl ich ein Powerauto habe, ich bin kein Street-Racer. Ich fahre auch nicht über Nürburgring. Ich habe das Auto aus Spaß und ich muss niemandem was beweisen. Ne? Verstehst mich? Ja, sicher. Das ist ein Statement, was so, so wertvoll ist, weil genau das Statement ist ja auch das, was wir mit dem Projekt It's Tuning Not Racing befürworten, against illegal street races. Wir wollen Tuner haben, so wie dich, die einfach Detailgrad hier in die Autos stecken und die eben nicht zu den Street Racer gehört, aber die Öffentlichkeit schmeißt sie gerne in einen Topf. Und ganz ehrlich, Leute, mit dem Auto braucht man niemandem was beweisen, weil der Helmut beweist es damit, wie genau er das umgebaut hat, wie, mit wie viel Liebe das hier umgebaut wurde. Das ist unserer Beweis. Die Tuning-Szene beweist sich eben nicht durch schnelle Geschwindigkeiten. Das ist auch leider noch nicht fertig geworden. Die hören normal auch in Carbon. Schau mal hier vorne, ist auch so eine Applikation. Ja, genau, der böse Blick. Nein, auch diese Carbon. Genau, richtig, der böse Blick in Carbon. Richtig. Diese Spiegelkappen sind auch noch in Bearbeitung. Leider noch nicht fertig geworden. Oh, aber auch bestimmt eine tolle Abrundung. Nicht, dass du jetzt denkst, warum sind die nicht da? Die sind in Bearbeitung, leider noch nicht fertig geworden. Aber das würde ich niemals denken. Aber du schmeißt schon die Bude auf. Mach mal. Nein, da sind wir noch nicht. Wir wollten jetzt über die Hinterräder reden, weil wir einmal dabei sind. Ja, sehr gerne. So. Hinten sind schon etwas größere Reifendimensionen drauf. Was hast du für eine IT? Was fährst du für eine IT? Oh, da müssen deine Papiere gucken. Aber ist wahrscheinlich schon extremer, weil welche Reifengröße hast du drauf? 325. 325er. Leute, das Größte, was wir bisher da hatten, war ein Rocket Bunny Breitbraut, Europas erster sogar. Und zwar vom 350Z mit dem Jan. Das könnt ihr in Staffel 2 gerne nochmal euch angucken. Aber soll ich euch was sagen, die 325 hier drauf ist auch eine Größe. Ist ja mit der goldenen Felgen, ne? Ja, den genau, der mit dem goldenen Felgen. Ich kenne den. Von Marken auf dem Treffen, auch super Auto. Ja, super Auto, super Typ. Also Grüße an Jan gehen hier raus. Aber Wahnsinn. Also man muss ja sagen, wie tief die Felge einfach ist. Ich strecke mal meine Hand vorsichtig rein. Also meine Hand verschwindet fast in der Tiefe. Das guck mal nach hinten. Innenbett. Ja, Innenbett ist noch mal tiefer. Bestimmt doppelt so breit. Ja, ja. 20 Zoll Felge. Boah. Und alles Einzelabnahme vollkommen eingetragen. Ja, das ist nämlich auch also nichts wichtig. An dem Auto ist nichts Illegales. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, denn legales Tuning ist so, so wichtig. Wir wollen ja junge Leute zwar für die Autos begeistern, aber wenn sie es wie du legal machen, besser geht's doch kaum. Ich sage immer, Baumarkt-Tuning machen wir nicht. Baumarkt-Tuning machen wir nicht, das ist vollkommen... So was gehört doch nicht an so ein Auto. Ne? Nee, gerade an so ein 100.000-Euro-Auto nicht. Jetzt gucken wir mal hier hinten innen rein und stellen fest, der Innenraum bei einem 100.000-Euro-Auto sieht ja schon schön aus. Aber du hast dir gedacht, Helmut, boah, jetzt gebe ich mal Gas und baue den nochmal komplett um. Wahnsinn, also... Das Auto war ein paar Monate weg und war total komplett leergeräumt, innen drin, nackt. Wow. Ich habe einen Schreck gekriegt, wie ich es gesehen habe. Und dann muss ich den Herrn Björn Weißen, das ist der Polsterer, der hat auch einen Thomas sein Auto gemacht. Genau, komplett, der Thomas will. In dem wir sehen, der Handarbeit. Man muss sagen, der arbeitet alleine. Ja. Wir haben nachts korrespondiert, weil er sagt, wie möchtest du Alcantara, Leder und. Und ich muss betonen, kein Kunstleder wurde verarbeitet, echtes Leder und echtes Alcantara. Wow. Man achte auf die Nähte in BMW-Farbe. Ja. Die Rautenmuster, auch im BMW, vorne wie in der Niere, wiederholt sich. Mhm. Lenkrad, Armaturenbrett, man kann mal die Naht verfolgen, wie gerade und exakt. Selbst in den Türen sieht man es ja hier und es geht so weiter.
dass die typischen BMW M-Farben sehe ich hier. Und man muss ja sagen, selbst der Fußraum, alles Mögliche. Die Matte, ja, schau alles. Ja. Wenn man genau guckt, das in der Mitte, das Bremspedal, ist ja auch in diesem Muster beledert. Oh, ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Wow. Es wurde an allen Details nicht gespart, alles gemacht. Das M-Emblem. Ja. Vorne. Das wahrscheinlich auch in Seide gestickt. In Seide? Guck, vorne in drin. Seide? Du willst mir sagen, das ist in Seide gemacht? Vorne das, BMW-Emblem, über also der Brille. Also hier sehen wir es gerade. Ihr könnt noch mal am Lenkrad vorbeigucken. Das ist Seide, alles klar. Helmut, du bist ja wirklich, also ich sag mal, ich würde es als vollkommen verrückt lieb bezeichnen. Ich bin verrückt. Perfekt. Und was man noch dazu sagen muss, ihr fragt euch sicherlich, ich wusste es auch nicht, was ist das hier? Es kommt aus einer Gib anderen Generation, mal. Leute. Das ist ein guter Szenenkollege, Freund von mir, der fährt so einen roten Derby, der kommt demnächst, werdet ihr ihn auch hier haben, ein Geburtstagsgeschenk. Und das war früher in alten Audi-Autos, früher war das Gang und Gäbe, in den 50er Jahren oder so, mit Toilettenpapier. Ja. Und als Gag geschenkt bekommen, aber zu meinem Geburtstag. Passt natürlich super farblich und thematisch zu passt dem Auto. Passt natürlich nicht zur modernen Zeit, aber das kommt hier rein und bleibt hier drin. Ja, jeder hat ein persönliches Andenken in seinem Auto und bei so einem Hast du mal den Geschick Himmel hier sehen? Nochmal was? Den Himmel. Den Himmel, den Himmel. Da ist ja nichts außer Acht gelassen worden. Leute, guckt nochmal den Himmel rein. Ich sag nichts mehr. Das Auto Auch ist ja BMW völlig Nähte. Verrückt. Selbst hier oben im Himmel seht ihr ja die Nähte, was da passiert ist. Und die Rückbank. Die Rückbank, die haben wir tatsächlich drauf. Es ist unglaublich, also die haben wir ja auch eben im Carporn schon gesehen, die Rückbank, ein absolutes Highlight. Sämtliche Fußräume und so, ist komplett, das Auto ist zerlegt worden. Wie ich hier nackt gesehen habe innen drin, ich habe einen Schreck gekriegt. Und selbst, wir gehen noch einmal einen Schritt zurück, selbst das Pflegepaket ist in diesem Design fertig gemacht worden. Wie die Gurte, auch innen mit BMW, selbst in Esch, Alcantara und Leder, passend zur Innenausstattung, selbst den Verbandkasten. Ein Highlight. Also ich glaube, wenn du angehalten wirst und sagst, übrigens, das ist mein Verbandskasten, dann wissen die auch, was los ist. In Köln sagen wir ja, der Schmier. Ja. Der vierte Schmier. Ja. In Hochdeutsch die Polizei. Ja. Die hatte ich schon öfters neben mir. Die gucke, lachen, ich lache zurück, da komme ich so und dann fahre die weiter. Ich bin noch nie angehalten worden. Ja, mit diesem Auto begeistert man einmal. Wir können einmal nach hinten gehen, denn da wartet noch ein richtig geiles, also mehrere Highlights. Wir fangen mal bei dem, ich sag mal, kleinsten Punkt an. Diese schönen Scheinwerfer. Für die kleinsten. Die kleinsten, richtig. Woher hast du sie? Also was sind das? Das sind die alten Malen. OLED, Rückleuchten vom BMW GTS. Ja. Wie ich die kaufen wollte. Ja. Habe ich mich bei BMW erkundigt. Was schätzt du, was die neue, wenn du die jetzt bestellst, bei BMW hinlegst? Die OLED? Ja. Ich würde sagen, da ich jetzt weiß, dass mein, und ich fahre nur ein Seat, mein Rückscheinwerfer LED hat schon 500 Euro gekostet, dann würde ich sagen 2,5 ungefähr. Die? Ja. Könntest du mir direkt 3, 5 Sätze kaufen. Die kosten über 7.000 Euro. Du hörst richtig. Ich habe mich bei BMW erkundigt, ich habe in München telefoniert. Meine Fach-BMW-Werkstatt hat es erkundigt, mein Tuner. Die billigsten, die du kriegst, regulär, wenn, für 6 und noch was. Ich habe sie auch gekauft, ich habe es nicht bezahlt. Keine 6 und keine 7, aber ich will jetzt hier nicht über Preise reden. Ich habe auch einen relativ hohen Preis für bezahlt, aber unglaublich billig. Also ich dachte, dass wir, also wow, 7.000 Euro ist eine Ansage. Ja. Jetzt sehen wir, das Bodykit führt sich fort und endet in einer schönen Akrapovic. Klappenauspuff. Klappenauspuff. Eingetragen. Eingetragen, auch wichtig. Übers Lenkrad steuerbar. Wow, also Leute, was sagt ihr dazu? Ich finde, Akrapovic ist vom Sound her, vom Design her. Hammer. Hammer, ja. Ich fahre jetzt, du hältst mich an und sagst, hör uns, Helmut, du bist aber laut. Mach ich am Lenkrad kurz klack, sag ich, wie, hör mal, der sucht da wie eine Katze. Ja, eben war der laut, ja jetzt nicht mehr. Trotz Eintragung muss ich das aber mit Samthandschuhen anfassen, weil, wenn ich jetzt durch Köln fahren würde und würde mich als Streetposer jetzt da
etablieren und mich zeigen und denke, so Leute, hört ihr mich, könnte das Auto stilllegt werden und die Anlage rausgemacht werden. Ja, das ist nämlich auch das ganz... Das mache ich aber nicht. Genau, das ist auch ganz wichtig. Nur weil eine Anlage eingetragen ist, heißt es nicht, dass man irgendwie fahren darf, sondern es heißt vor allem, ihr müsst gucken, dass das, ich sag mal, im Verhältnis ist, dass man nicht postet. Alle Leute, die damit zu tun haben, wissen das. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, definitiv. Und wenn ich damit sorgsam umgehe, was ich auch mache, und fahre leise, kann mir keiner was. Okay, ich würde sagen, letzte Applikation, die, ich sag mal, sehr offensichtlich ist, der Vorsteiner Rennsportflügel. Genau, Vorsteiner. Auch in Volkerboden? Ja, auch eingetragen. Alles. Das ist nämlich auch nicht immer selbst... Ich habe 3 Seiten... Fahrzeug passiert. Ist noch nicht fertig, der Küttner jetzt. Das war jetzt Kölsch. Ja, das Küttner jetzt, das heißt, da das kommt Küttner noch was. Jetzt, das heißt, es kommt noch was. Genau, es Kleinigkeiten. Kommt noch was. Ja. Also, unglaublich geil. Ich würde sagen, Helmut, wir gehen noch einmal nach vorne, schenken den Zuschauern noch mal die Möglichkeit, dieses Auto ganzheitlich wirklich zu betrachten. Ich muss ganz ehrlich sagen, danke, dass du hier warst, Helmut, mit dem Hammer-Auto. Super sympathischer Typ, hat mir gefallen, dass du hier warst. Und ich würde sagen, danke vielmals. Ich habe auch zu danken. Ich hoffe, du hast mir ja schon die Worte genommen, dass dir das Auto gefallen hat. Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich habe ja meine Kontrahenten, die das Auto so hergerichtet haben, wie es ist, schon belobigt. Und das Lob werde ich immer wieder aussprechen an Firma JMK Design, Firma Farbe und Karosseriebau, Mau heißt die Firma aus Bergheim in Köln und natürlich Interior Factory. Ja, definitiv ein Hingucker. Also Helmut, danke, dass du hier warst. Björn Weißen, ja. Top Arbeit alles. Ja, seht ihr. Also man sieht ja auch, über was für ein Detail gerade da gearbeitet wurde. Leute, ich würde sagen, wenn ihr noch mehr Lust auf solche geilen, verrückten Autos wie den M4 vom lieben Helmut habt, dann guckt einfach mal auf YouTube unter It's Tuning Not Racing. Bei Dreambuilds findet ihr noch mehr Autos, die genauso umgebaut sind. Und ich würde sagen, ihr abonniert einfach mal und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Dreambuilds, dein Auto, deine Show. Ich habe einen Kontrahenten vergessen. Das ist die Firma Benda, ja, aus Leverkusen. Der ist für diese Carbon-Applikation verantwortlich, ja, die angefertigt worden sind. Und bei ihm sind noch gewisse Teile, die ich eben angesprochen habe, in Bearbeitung. Er ist auch zu belobigen mit den Carbon-Sachen. Ja, also bald vergessen. Auch ein wichtiger Teil des Tunings, Dankbarkeit. Und ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Dreambuilds, dein Auto, deine Show. Wir sehen uns. Vielen Dank. Ja.